Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf dem Hof Bergmann. Ja, in der letzten Folge haben wir Äpfel und Ziegenkäse verkauft. Unsere Schweinchen hatten inzwischen Nachwuchs. Die Rübenmission ist abgearbeitet, abgeschlossen, aber noch nicht abgegeben. Ja, nun melden sich gerade mal wieder unsere Ziegen und Schafe zu Wort. Hunger, Durst. Die kommen wir natürlich gerne nach. Ja, wir sind noch immer im Februar. Aber die Zeit kommt wieder auf 5, weil wir ja nichts mehr zu verkaufen haben. Wir werden dann hier mal Wasser auffüllen und Futter auffüllen und ein paar Wolle-Pakete wieder in den Container schmeißen. Gedacht habe ich mir das schon. Auch schon. Ich dachte, der wäre auch schon leer. Das ist ein voller Ball, dann darfst du gerne weiter produzieren, aber hier kommt hier rein. Ja, die Container sind wirklich schon Träumchen hier für diese Map. Dass ich die ganzen Geschichten hier dann aus der Performance nehmen kann, weil das ist echt nicht mehr feierlich hier. So, bist du inzwischen voll? Ja. Ja, dann bleib wo du bist. Insgesamt sollte es denen jetzt aber. Alter, die Ziegenmilch ist auch schon wieder voll. Ich drehe am Rad. Naja, nächste Aufgabe. Ja, ursprünglich hätte ich gedacht, wir sehen uns im März wieder zur Ansaat. Pass auf Feld 9 und ja, diverses Getreide auf unseren restlichen Feldern, aber nö. So viel zu tun hier. Starten wir uns jetzt direkt mal den Milchanhänger und die Ziegenmilch daraus. Jetzt geht da auch ja nichts weiter. Ja,
Ja, das absolute Oberhammer, was man hier zu tun hat. Ich wollte schon längst die Malzsäcke in den Straubmann gefüllt haben. Kommt es hier zu nichts. Sag gerade übel, dass du hier auf dieser Map viel zu tun hast. Das ist wirklich der Wahnsinn. Deshalb auch die Produktivität runter, weil der Tank halt voll war. Ja, in den Calgary Igloos haben wir zum Glück nichts mehr drin. Achso, hier war auch hier der Milchtank voll, die arbeiten sich gerade wieder zurück. Da müssen wir mit Schrotter nachfüllen. Ja, Kätzchen, ganz ehrlich, werde ich. Habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erwähnt, wird das Kerzenfutter leer ist, verkaufe ich die. Ansonsten geht's den Hühnern geht's gut. So, dann schmeißt du die Ziegenkäseproduktion wieder an. Dass wir hier diesmal mal einmal heile rauskommen. Kein Platz mehr, um Paletten zu platzieren bei Hühnern. Ja. Problem nach dem Mann, würde ich sagen. Nein, ich wollte die Rübenmission abgeben, aber. Nein. Weg aus meiner Performance. Ne, geht doch in die Richtung, ist einfacher. So, dann geben wir jetzt die restlichen Rüben ab. Über 7000 können wir mit leben. Dann können wir die Mission auch abgeben. ...34.473 nehmen wir. Wofür gibt es denn dann Brechenbad? So, jetzt sind wir bei über 400.000. Da kann man erstmal ganz deutlich mit klarkommen.
keinen Hunger. Interessant. Da. Du sollst das Ding auch machen. So, danke. Ja, und dann würde ich gerne mal in der Brauerei vorbeigucken. Ja, Hefe müssen wir langsam wieder kaufen. Wir müssen die Maischepfanne mit Malzschrot. Wasser auffüllen. Verstehe ich nicht so ganz, weil das wird eigentlich ja verteilt. Aber der ist, ne, der ist nicht leer. Und das steht auch verteilt, verstehe ich jetzt nicht. Habe ich ihn nicht aktiviert.
ist auch so weit wieder. Ja, und die Kollegen werden wahrscheinlich ein großes Performance-Problem sein. Hier auf dem Kopf zu stehen, ja. Lass doch mal die Eier. Gucken wir noch mal nach die Eier. Alter! Nee. Boah, bleib doch nicht jedes Mal an der Schuppe hängen. Ja. Hast du was verloren? Im Match hier.
jetzt mitkommen oder nicht? So, die Geschichte erledigt. Was kein Platz. Ja gut, okay, kann ich im Moment um, aber ich kann Malz loswerden. Das ist schon mal interessant. Was? Kapiert auch keiner, aber egal. Ja, ich denke, das ist mein Performance-Highlight hier. Die blöden Säcke. Da werde ich mich in der nächsten Folge ranmachen, auch wenn es dann natürlich ein bisschen schwieriger wird, das hier zu benutzen, aber ich schmeißt den Staub mal. Was ist mit der Performance hier? Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine Vollkatastrophe. Ja, dann haben wir eigentlich nichts Großartiges mehr zu tun. Mal einfach kurz nach den Tieren gucken, ob alles in besserer Ordnung ist. Ja, bei den Hühnern ist alles klar. Bei den Katzen ist alles klar. Bei den Schweinen ist alles klar. Der Kuhstall erholt sich vom Milchnotstand. Die Schafe erholen sich vom Ziegenmilchnotstand. Das passt auch alles soweit. Ja, ansonsten kommen wir in den März. Dahin hat sich ja leider, was heißt leider, ist ja nicht dramatisch, hat sich der Honig verschoben. Weil der wollte jetzt ja gerne im März einen besseren Preis erzielen. 974 aktuell nicht dabei. Naja, gut. Wir schauen mal, was war sonst noch? Sonnenblumen, Erdbeeren, direkt, Traubensaft. Wolle wäre eine Mai-Geschichte. Ist die vielleicht jetzt vorgesprungen? Weiß man auch ja nicht. Ne, Wolle ist weiterhin eine Mai-Geschichte. Ja. Viel, viel, viel zu tun. Aber in diesem Moment und für diesen Moment alles abgearbeitet. Zu, ja. Ja, ist doch fein mit den Tierchen hier. Viel Arbeit, aber eine 9000 Liter Mist. Stroh ist noch da.
60 Kühe jetzt hier inzwischen. Und mal gucken, was hier überhaupt reingeht. 700er. Nee, lass mich da drüber. Stall, okay. Ja, viel Arbeit mit den Tieren. Butterproduktion noch mal ein bisschen voran. Muss nicht verlaufen hier. Schon wieder 500 Liter. Haben wir noch gar nicht. Können wir hier schon mal abstellen hier. Die Milchproduktion haben wir, glaube ich, auch gar nicht in Betrieb genommen. Ne? Molkerei, wo bist du denn? Anzeige, es gibt zu viele Paletten, können wir eh nicht leben. Gut, dann würde ich aber sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.